Im September 2021 kommt es in der Europa League zum Aufeinandertreffen von Frankfurt und Antwerpen. Die Hessen gastieren zuerst in Belgien und obwohl die Szene zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder geschlossen im Stadion auftritt, reisen rund 200 Ultras und Hools der SGE in die belgische Stadt. Bereits am Mittwoch machten sich Dutzende Autos aus Manhattan auf den Weg und hielten Ausschau nach dem Heimanhang. Nachdem der schwarz gekleidete Frankfurthaufen am Abend unbehelligt durch die Stadt marschieren konnte, sollte es am Folgetag erst richtig losgehen. Nachdem der Buschfunk am nächsten Tag also vermeldete, wo sich die Szene aus Antwerpen befinden würde, setzten rund 80 Frankfurter direkt mal zum Tanz an und so wurde eine zentrale Kneipe der Heimszene attackiert. Da die Polizei zahlenmäßig überfordert war, zogen sich die wenigen Staatsdiener zurück, wodurch sich beide Szenen mal von Angesicht zu Angesicht einen guten Abend wünschen konnten. Jegliches Inventar der Kneipe wurde dabei von beiden Seiten eingesetzt. Auch als eine Hundertschaft der Polizei anrückt, hielten beide Anhänger nicht davon ab und machten weiter. Die Folge dessen, rund 100 Frankfurter, die ihre Nacht vorerst in einer belgischen Zelle verbringen müssen. So sperrte die Polizei für den Tag sowie den darauffolgenden Abend alle Kneipen und Cafés in der Innenstadt Antwerpens als Vorsichtsmaßnahme. Auch jegliche Nummernschilder von deutschen Fahrzeugen im Umfeld des Tatortes sollten von der örtlichen Polizei aufgenommen worden sein. Nachdem es am Folgetag nur Einzelpersonen der Szene aus FFM ins Stadion verschlägt, setzen die Belgier dort zur Rache an. Über die Haupttribüne laufen rund 80 vermummte Szenepersonen der Belgier in Richtung Gästeblock und versuchen, die Kontaktaufnahme zum Auswärtsanhang aufzunehmen. Einzelne Fackeln und Clips wechseln jetzt die Blöcke. Nach einigen Momenten der Unruhe beruhigt sich jedoch das Geschehen wieder und die Beamten können beide Seiten zurückhalten. Auch das Rückspiel sollte interessant werden. Am Spieltag selbst sammelte sich die Szene von Antwerpen an der Hauptwache in Frankfurt. Im Bullenkorso zogen die Belgier in Richtung Stadion. Dabei lief der Mob an der beliebten Frankfurter Kneipe namens Moseleck vorbei und attackierte diese mit Steinen und Flaschen. Am Einlass des Waldstadions versucht die Szene der Belgier dann die Einlasskontrolle zu überrennen, was jedoch nicht gelingt und in einer handfesten Auseinandersetzung mit den anwesenden Ordnern endet. Schließlich gelangt letztendlich jeder ins Stadion und auch das mitgebrachte Feuerwerksinventar sollte sich zum Anfang der Partie entzünden. So gab es im Ober- und Unterrang eine ordentliche Fackelshow vom Auswärtsanhang zu sehen. Die Frankfurter Szene trat aufgrund der Covid-Regularien erneut nicht aktiv im Stadion auf. Erwähnenswert ist jedoch ein Versuch von rund 100 SG-Ultras, das Stadion am Parkplatz Gleisdreieck zu stürmen. Dies mündete jedoch in einer Rangelei mit den Bullen und einer anschließenden Personalienfeststellung samt Kesselung. Der Hauptgang des Tages sollte jedoch erst im Nachgang der Partie aufgetischt werden. So gelingt es einer Abordnung der Brigade Nassau, einen kleinen Szenehaufen der Belgier nach dem Spiel auf ihrem Weg in das Hotel zu verfolgen. Als die Belgier direkt vor ihrem Hotel aus dem Taxi steigen, wird man von Schwarz-Weiß direkt herzlichst in Empfang genommen. Die anschließende Schlägerei ist aus Sicht von Antwerpen nicht zu gewinnen und so wandert die Zaunfahne der Ultragruppierung Antwerp Locus in die Hände der Eintracht-Fans. Nur einen Tag später gibt die Gruppe im Internet ihre Auflösung bekannt. Zitat Antwerp Locus: Nachdem unsere Gruppe zwei tolle Tage mit einer großen Pyroshow als Höhepunkt erlebt hatte, endete unser Trip nach Frankfurt bedauerlich. Als drei unserer Jungs nachts mit dem Taxi zum Hotel zurückkehrten und dabei die Antwerpener Locusfahne bei sich trugen, wurden sie von einer großen Delegation der Brigade Nassau empfangen. Hier wurde nach einer unmöglich zu gewinnenden Schlägerei das Banner unserer Gruppe gestohlen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.